Jeden Abend nach der Arbeit holt Peter Schad übrig gebliebene Backwaren in verschiedenen Bäckereien ab. Der Schreinermeister fährt sie dann auf eigene Kosten zu bedürftigen Familien. 5 Stunden ist er täglich unterwegs. Das hat mich natürlich überrascht, dass an vielen Stellen die Armut sehr groß in Stuttgart ist, dass da bedürftige Familien sind. Für mich ist das eine Herzenssache, denen diese Backwaren nach Hause zu fahren. Viele Abnehmer stammen aus Osteuropa und haben körperlich schwer gearbeitet. Als die Gesundheit nicht mehr mitmachte, gingen sie in Frührente. Das Geld reicht nicht zum Leben. Sehr gutes Brot. Alles für dich. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das heute abbreche, weil da bin ich so tief verwurzelt schon und mit so Emotionen und familiäre Bindungen auch und Freundschaften hat sich da entwickelt. Das treibt mich einfach voran, die Sache weiterhin so zu machen. Seine Frau organisiert Kleiderspenden, die Peter Schad auch verteilt. Sein Engagement füllt seine gesamte Freizeit aus. Ich habe dann das Nachsehen, wenn ich was von ihm will am Abend oder mal weggehen will mit ihm, dann muss ich das also entsprechend lang vorher ankündigen. Er hat da wirklich investiert viel Zeit und viel Energie. Ich finde es toll, auch wenn ich manchmal so ein bisschen im Hintertreffen bin, aber das ist für ihn einfach ganz wichtig, dass er das macht. Und macht er schon seit 14 Jahren, also länger als wir uns kennen.